Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso-Nete und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, damit wir das Webinar auch starten können. Denn ja, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Unabhängig davon, was Dirk uns heute im Webinar zeigt. Ja? Okay, dann auch nochmal offiziell für die Aufzeichnung. Schönen guten Morgen, lieber Dirk. Freue mich, dass wir das Webinar wieder zusammen machen und übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Ja, dem schließe ich mich doch mal an und sage auch schon mal einen wunderschönen guten Morgen hier an der Stelle zum NFP, nein, NFP, ich bin noch nicht wach. Live-Trading zur Börseneröffnung. NFP ist gut, ja. Ja, NFP dauert, glaube ich, noch ein bisschen. So, Bild sollte da sein. Dann gucke ich mal, ob das hier auch funktioniert. Und ich glaube, das geht auch in gewohnter Form. Etwas ruckelig. Da muss GoToWebinar, glaube ich, irgendwie langsam mal nachlegen, weil das Geruckle halt, ne, wenn man ein bisschen Bildschirmauflösung macht und hier ein bisschen mehr zeigt als nur einen Screen, sieht das Ganze immer ein bisschen spannend aus. Gefühlt ist es aber besser geworden. Ja. Tatsächlich. Ja. Also wenn ich mich am Anfang erinnere, das war ja wirklich sehr Ja. ruckelig. Aber es halt, liegt halt leider wirklich an GoToWebinar. Ne? Das ist halt leider so. Die haben da halt irgendwie nicht die nötige Bandbreite. Also, wenn ich das Bild kleiner mache, geht es halt. Aber halt, sobald man halt hier irgendwo Fullscreen dabei ist, geht es halt irgendwie nicht mehr. Aber gut, es ist ja noch erträglich, denke ich mal. Auch hier nehmen gerade oh, die Zuschauer schlagartig zu. Das ist natürlich sehr schön. Da muss ich jetzt hier glatt irgendwie zur fast. Irgendwie einem Drittel der Leute, die Hälfte ist nochmal ungefähr dazugekommen, auch nochmal guten Morgen sagen. Und bin mal gespannt, was der Markt heute treibt. Ich habe den gestern auch so ein bisschen unterschätzt. Wollte zwischendurch mal irgendwie Short scalpen im DAX. Das ist dann mal kurz im ersten Anlauf daneben gegangen. Im zweiten ging es dann aber auch irgendwie nur für 20, 30 Punkte und das war es dann halt. Und jetzt bin ich halt wirklich mal gespannt, wie die Geschichte heute hier aufgehen wird. Das ist so ein bisschen, ich habe auch heute keinen Ausblick geschrieben, mal abgesehen davon, dass es wirklich halt an der Technik lag, weil ich konnte hier gestern Abend gar nichts mehr machen. Ich hatte auch kein Internet und da ging wirklich nichts mehr. Konnte nur noch übers iPad irgendwie per LTE-Verbindung da überhaupt noch einen Post absetzen. Heute scheint das aber erstmal halbwegs zu gehen. Ist es aber halt auch so, dass wir nach meinem Dafürhalten heute wirklich einen sehr, sehr schwierigen Markt bekommen könnten. Also ich meine, der DAX ist, wenn man sich nur den DAX anguckt, im Kopf mal kurz überschlagen, ist der halt irgendwie seit gestern 800 Punkte gestiegen. Kommt das hin? 700, 800 Punkte? Und das ist halt brutal. Und der Dow irgendwie über 1000 Punkte. Und so eine Kerze haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und nach solchen Anstiegen ist es in der Regel, na, wobei das mit den Regeln immer so eine Sache ist, halt schon so, dass wir da ganz oft irgendwie dann halt wirklich nur eine Range kriegen, eine überschaubare Range, dass es halt nicht großartig weiterläuft. Es könnte natürlich trotzdem jetzt, ne, wenn da irgendwie einer ein Kaufprogramm irgendwie gestartet hat, was dann irgendwie über ein, zwei Tage läuft, natürlich dann auch nach oben wegrauschen. Aber in der Regel ist es eher so, dass man dann halt eine Range kriegt. Und ein Rücksetzer auch eher schwierig wird. Das heißt, also da jetzt irgendwo long reinzukommen, wird dann wohl genauso schwer werden. Und von daher haben wir heute eigentlich drei Szenarien, ne? Also A läuft weiter, halte ich für das Unwahrscheinlichste. B, wir treten auf der Stelle. Und C, wir basteln uns einen Rücksetzer, der dann morgen wieder auflöst. Also da muss man, glaube ich, gleich ziemlich genau hingucken, was der Markt da halt veranstaltet. Ich werde jetzt hier gleich mal die Grenzen versuchen auf der Oberseite auch auszuloten und dann auch mal zeigen, also worum es jetzt halt geht oder meines Erachtens halt geht und dann mal gucken, wie der Markt damit umgeht. Aber ich glaube, man muss wirklich sehr genau da halt heute Morgen hingucken, um damit halt klarzukommen.
Den DAO lasse ich heute wahrscheinlich mal außen vor, bleibe jetzt erstmal beim DAX. Und im DAO gibt es ohnehin jetzt nichts wirklich Neues halt auch irgendwo hinzuzufügen. Also die Levels zumindest mal, wie ich sie halt ja auch im Block drin habe, die sind eigentlich unverändert erstmal. Und deswegen jetzt erstmal der Fokus dann auf den DAX. So, ich switch mal rüber und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und wenn irgendwie Fragen sind zwischendurch oder so, wie immer, kein Problem. Der Stuhl ist ein bisschen tief. Und dann schauen wir doch mal. So, ich musste hier vorhin schon mal einen Test-Trade machen, um zu gucken, ob überhaupt noch irgendwas funktioniert. 4 Cent heute schon verdient. Hier. Ist auf jeden Fall ein guter Start. Okay, also ich gehe mal hier auf. Erstmal auf den Tageschart. Ich habe jetzt hier auch keine Linien drin. Wie gesagt, ich hatte hier so diverse Problemchen da halt gestern. Deswegen machen wir das jetzt mal schnell manuell. Das ist aber auch kein Problem. Also, das Ding ist das. Wir haben hier ein Gap. So, die Farben spielen jetzt erstmal hier keine Rolle. Das hat also nichts mit der Legende zu tun, wie es so normalerweise handelt. Also da stecken wir momentan mittendrin. So, das Crash Gap nennen wir es jetzt mal. So, das versucht er natürlich dicht zu machen, das sieht man. Unweigerlich, wir sind auch heute hier, das ist ja die Tageskerze. Wenn ich irgendwo im Weg sein sollte, bitte kurz Bescheid sagen. Ich gucke ja nicht selber die ganze Zeit auf mein eigenes Bild. So, aber da stecken wir jetzt halt erstmal drin. Also zwischen 11.950 etwa und 11.528. Was ich für meine Begriffe immer ganz gut darstellen lässt. Also das letzte Mal habe ich ja gesagt, wo wir hier oben waren, hier ist alles short. So, das hat auch gepasst, da ging es 1000 Punkte runter. Heute ist jetzt hier gar nichts short erstmal, weil es jetzt halt der zweite Anlauf auch ist. Es gab auch keine nennenswerten Tiefs hier, sondern wir sind ja hier nur irgendwo, das kann ich auch mal kurz zeigen, wo wir da aufgedotzt sind. Hier unten ein kleines Stück hat für meine Begriffe gefehlt, aber vom Prinzip her passt das trotzdem so. Wenn man hier mal guckt, ne, es war halt hier ja, so ein bisschen knapp, da hätte er irgendwie noch ein paar Punkte dran setzen können, hat aber nicht, trotzdem okay. Wir sind hier aufgesetzt am letzten Widerstand. Ne? Das ist ja halt hier mehrfach gescheitert. Wie gesagt, eigentlich fehlt ein kleines Stück. Das hätte er ruhig noch, den Braten rauche ich noch nicht so, aber okay. 115 ist es bei mir auch, glaube ich, im Block, von daher passt es ohnehin ganz gut hier. Und da hätte ich auch drauf gewettet, wenn wir da nochmal drankommen, dass wir durchfallen. Das hat er vermieden, ist gar nicht erst dran gegangen. Und daher war das vielleicht auch erstmal für Long ganz gut. So, aber nichtsdestotrotz sieht man ja halt hier, ne, das war halt einfach letzten Endes ein Dip, der halt hier passiert ist. Und wenn man sich das mal im Daily anguckt, mal die Seitwärtsrange hier außen vor lässt, dann haben wir halt hier einfach steigende Tiefs. Ne? Also einmal hier das Tief an der Stelle. Ja, nur, dass man so mal ein bisschen von der Struktur halt ein bisschen was erkennt. Also einmal tief und dann halt hier zweimal tief. Ne, mal abgesehen von dem hier unten natürlich, haben wir hier definitiv einen Markt mit steigenden Tiefs. So, im Daily wohlgemerkt. Das ist natürlich im kleineren Timeframe ein bisschen schwieriger, aber infolgedessen haben wir hier trotzdem eine saubere Struktur und so ein Dip, der tut nicht weiter weh, weil das hier würde ich halt nicht beachten, halt hier die Range, die ist für meine Begriffe, ist die halt egal. So, und die gesamte Range, wenn man die halt auch mal einkreist, dann sind wir halt in dem Bereich von hier oben, wo wir jetzt gerade stehen, etwa, ne, 11.200 irgendwas, bis darunter 10.100, also eine 1000 Punkte Range, wenn man die mal komplett abstecken will. So, was jetzt halt für meine Begriffe hier wirklich Sinn macht, ist, wenn man sich die tatsächlich mal mit Fibos auseinander nimmt. Und dann sieht man Folgendes. Stimmt das hier? Ja, stimmt, ne? So, da sieht man Folgendes und das ist halt wirklich, das macht der Markt wirklich gerne, immer wieder mal. Dann halt hier korrigieren bis 61,8. Ich habe es jetzt hier auf den Kopf gedreht. Aber hier von dem Gap, da sieht man halt auch, ne, der macht es dann halt nicht zu, weil direkt zu wäre halt auch super bullisch gewesen. Da habe ich überhaupt nicht dran geglaubt, dass das funktioniert, dass wir da einmal, ne, mit so einer Kerze dann einfach nach oben weiter und nach dem Motto Gap ist gleich zu, läuft so nicht. So, aber das halt hier in Fibos aufdröseln, ist überhaupt gar kein Fehler. Und das sieht man jetzt auch. Und das habe ich ja vorher nicht überprüft, aber man kann es ja hier erkennen. Wir sind gestern hier genau bis an die 76,4 bzw. 23,6 andersrum betrachtet von unten dran gelaufen.
So, und machen jetzt halt hier die nächsten Steps. Und ich könnte mir vorstellen, also erstmal wirklich bullig hier durch, sind wir eigentlich erst, wenn wir das Hoch hier rausnehmen. So, das heißt, da macht es wahrscheinlich Sinn, sich jetzt hier erstmal die 38,2. Ich bleibe jetzt einfach bei den Zahlen, wie sie hier sind. Ich weiß, die Fibos sind falsch rum, aber was soll's? Also 11.304. Wenn ich das halt hier richtig sehe, gucken wir das noch ein bisschen genauer hinkriegt. Aber es müsste eigentlich schon ganz gut passen, so an der Stelle. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, hier halt auch genau zu arbeiten und nicht irgendwie mit Pi mal Daumen. Und dann sieht man halt auch nachher, ob da wirklich ein Algo jetzt irgendwie drauf getrimmt ist, das zu handeln oder nicht. So, und das ist jetzt mal ein bisschen andere Herangehensweise als sonst. Aber ich muss mich ja auch, oh, ey, das klicke hier, ich muss mich ja auch natürlich darauf einstellen, was der Markt macht, beziehungsweise halt versuchen rauszufinden, wie das halt heute laufen könnte. So, und jetzt wirbel ich jetzt mal ganz genau hier hin. Auch an der Stelle, da unten passt es. So, und dann haben wir hier, und genau, das stimmt schon ziemlich genau an der Stelle, ne? Die 11.308. So, dann gucken wir mal. Nee, den Dow Jones brauchen wir heute nicht. No, geh weg. So. Also, 11.308 haben wir gesagt, ne? Beziehungsweise hier die 50, weiß nicht. Gut, da wäre halt eher jetzt, da wird vielleicht noch dafür sprechen, weil wir dann halt irgendwo versuchen, natürlich hier über die Eröffnung von dem letzten Rutsch wieder drüber zu kommen. Infolgedessen kann man sich die halt hier auch mal dazu tun. Mal gucken, wo die dann halt liegt. 238. Aber grün, ich will jetzt nicht assoziieren, dass wir hier direkt drüber laufen. So, 11238 und 11308. So, dann gucken wir mal. Und zurück dann halt hier. Ich mache das mal ein bisschen größer. So. 11238 wäre die 50. So, das zeichne ich hier mal von Hand ein. Aha, 11238. So, wenn wir einfach gleich mal, stimmt doch, oder? Der Wert. boah, Entschuldigung. Waren das 11238? Ja, 11238, genau. Da werden wir uns gleich mal angucken, ob der Markt damit irgendwas zu tun hat. Und dann die 11308. So, wäre natürlich insofern, das sieht man auch hier schon, 11308. So. Wäre natürlich auch insofern relevant. Wie ich ja gerade gesagt habe, ne, weil wir da halt einfach. Was? Was? Ich gehe gleich auf die Kommentare hier ein. Ist halt insofern natürlich jetzt relevant, weil wir natürlich hier, wenn man das mal markttechnisch dann halt auch betrachtet, im Stundenchart, ne, ich mache das mal dafür kleiner, damit man es mal erkennt auch. Im Stundenchart ist es ja schon so, dass wir halt hier ein tieferes Tief haben. Das heißt, markttechnisch ist die Kiste hier eigentlich short, also beziehungsweise noch nicht long. Ne? Weil, wenn man sich das mal, ich könnte natürlich auch das MT on Live hier mal drauf tun, aber ich will heute hier nichts mehr riskieren in Sachen Technik. Und von daher keine Experimente. So, das heißt, wir haben halt hier, ne, eigentlich einen neuen Abwärtstrend. Und deswegen ist es natürlich jetzt insofern auf der Oberseite auch erstmal relevant. Also den letzten haben wir halt hier geknackt, ne? Keine Frage. So, der Punkt ist geknackt. Infolgedessen sind wir jetzt erstmal auch nur seitwärts. Ach, jetzt habe ich, okay, 9 Uhr. Gut. Ist nicht schlimm. So, infolgedessen sind wir erstmal seitwärts. Das heißt, das gilt es erstmal unter Beweis zu stellen, dass die Geschichte hier, ne, dass dieser Punkt halt wirklich durch ist. So, das ist die 11.015. Ich habe hier ein paar Linien zu viel, sorry dafür. Aber ich ergänze das hier gerade mit
den Linien aus meinem Blog. So, die 11.019, da ist er auch prompt heute Nacht. Da sieht man ja auch, ne, drauf aufgesetzt, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, hier drauf aufgesetzt auf dem letzten Hoch und versucht das halt hier jetzt entsprechend zu bestätigen. Deswegen ist es natürlich hier auch ein relevanter Punkt, ne? Also, wenn man es hier mal ein bisschen höher macht, wirklich mal auf den Peaks da oben drauf, 11.030 etwa, ne? So, da sind wir einmal drauf aufgesetzt. Und da wird es jetzt natürlich auch darum gehen, das zu halten. Das heißt, das wäre halt, das war die Bestätigung oder ist die laufende, versuchte Bestätigung, das ganze Ding halt hier wirklich nach Long dann auch entsprechend zu etablieren. Wofür dann halt eben aus der Sicht von der Markttechnik hier an der Stelle es notwendig ist, dass wir das Hoch da oben halt auch noch rausnehmen. So, also erstmal, das muss bestätigt bleiben. Und das muss raus. Und dann ist das Ding long. Und deswegen ist es halt hier, finde ich, von den Punkten, finde ich die auch deswegen halt ganz interessant, dass die jetzt halt auch da liegen, weil 11.308 wäre dann jetzt noch kein neues Hoch. Das heißt, da könnt ihr immer noch da oben komplett plopp nochmal runter. Alles denkbar. Und aber wie gesagt, ich sage nicht, dass es so kommt, ne? Ich habe ja auch zu Beginn schon gesagt, so, das wird irgendwie für meine Begriffe nicht ganz einfach hier mit den ganzen Szenarien, die sich halt hier bilden. Man muss halt wirklich ganz genau hingucken. Und das sind jetzt deswegen halt die Punkte, wo ich dann halt auch daher genau hingucke. So, erstmal ist hier schön, was man halt sieht, die 218, aber ich habe es ja gerade verpennt. Das ist eine Linie aus dem Block in Rot, reagiert auch so, wie sie soll, nämlich erstmal nach unten. Das heißt, Rot, Widerstand und da läuft es erstmal nicht so ohne weiteres im ersten Anlauf drüber. Von daher passt das. So, aber nichtsdestotrotz hat man ja gestern auch gesehen. Egal wie rot es war, am Schluss war es nicht mehr rot, sondern da ist halt dann irgendwann alles gekauft worden. Reagiert halt eigentlich alles sofort, aber halt auch nicht besonders weit. So, und da würde ich jetzt halt hier mal gucken. Hier haben wir den, machen wir mal ein bisschen breiter hier, na, dass wir jetzt halt das Ding hier auch nochmal versuchen, da irgendwo drauf aufzusetzen. Da sind wir auch schon fast, müssen wir uns hier mal ein bisschen beeilen. Aber das wäre jetzt halt der Punkt, wo es die erste Reaktion geben könnte. Das ist dann der hier. Ne? So, genau da, wo vorhin mein Super Long war. Also 11.146. So, das wäre jetzt erstmal halt so der erste, auch für meine Begriffe, der erste Anlaufpunkt, der mal halt irgendwie getestet werden könnte. Und vielleicht auch noch ein Stück drunter. Hier ist der Point of Control von heute, wenn ich das richtig sehe. Also 11.123. Das heißt, ab dem Bereich hier sollten wir eigentlich, mach das mal weg, ab dem Bereich, sollte es eigentlich halt nach oben reagieren. Hier ist mir ein bisschen zu früh, nur weil da halt jetzt irgendwie in 5 Minuten da so ein paar Lunden sind. Das macht keinen Sinn. Also zumindest dann nicht, wenn er wirklich nachhaltig oben durch will. Also in der Regel ist es ja so, direkt hoch funktioniert nicht. Ne, weil es halt einfach uninteressant ist. Also jetzt da halt irgendwie Positionen reinzugeben, die dann halt eben halt auch eine längere Zeit halten. Deswegen je tiefer er dippt, umso besser natürlich. Und deswegen wäre das hier unten, ich glaube, das kann man aber auch nachvollziehen aus mehreren Gesichtspunkten, auch zum Beispiel vor dem Ansatz, wenn ich jetzt hier sage, ne, dieser übliche Ansatz, ja, wir hatten halt hier vorher einen Widerstand. Das sieht man ja, ne, ist jetzt nicht so genau. Aber halt hier dann halt auch im M5 sieht man es, wahrscheinlich aber auch im M15. Mal gucken. So, ne? Das sind halt schon, das sieht man sogar besser. Also hier ein paar Schlusskurse und da ist genau das Ausbruchslevel. So, infolgedessen hier das letzte Hoch, das zu bestätigen gilt, plus eben halt hier der gekaufte Widerstand. Deswegen wäre das natürlich jetzt von dem Ansatz her, den ich ja sonst immer handle, natürlich auch mein Lieblingsentry. Also, ob es jetzt Sinn macht, darunter Short zu handeln, muss man mal gucken. Also, die ersten 5 Minuten laufen ja gerade erst. Und kann halt sein. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen zu spät drin. 218 wäre gut gewesen, aber okay. Die hätte ich auch unter normalen Umständen gemacht. Und das ist jetzt kein hätte Fahrradkette. Ich glaube, das weiß aber auch so ziemlich jeder, der hier dabei ist, dass ich mich da nicht drum drücke, irgendwas zu handeln, sondern es ist halt einfach, wenn man sich hier, hat man ja vorhin gesehen, dann ist es plötzlich 9 Uhr und dann verquatscht sich dann Erklärungen
Und dann verpasst man auch schon mal was. So, jetzt muss ich hier mal einen Kommentar hier aufgreifen. Was? Der hat heute Weichzeichner auf seinem Bild. Nein. Aber danke für die Blumen, sage ich an der Stelle mal. Nein, ich habe 7 Stunden geschlafen. Wie es dazu kommen konnte, weiß ich auch nicht. Aber freut mich dann. Das hat ja dann auch seine Auswirkungen, wie man sieht. So, was war hier noch? Was ist das überhaupt für ein Name? Ralf Loser. Ernsthaft? Also ich finde, nenne den Namen einfach mal, weil der sowieso nicht echt. Von daher, Datenschutz ist hier mit dem Namen, glaube ich, nicht angebracht. Die T-Toolbox verwende ich tatsächlich nicht. Asche auf mein Haupt. Sorry, Timo. Der ja auch bestimmt weiß. Der Timo muss mir da auch mal eine persönliche Einführung geben zur T-Toolbox, damit ich da halt auch mal irgendwie verstehe, was der da überhaupt macht. So, also, ne, wir haben jetzt die Reaktion hier auf 1 Minute. Bin ich jetzt gerade, da sieht man einmal kräftig runter. Ja, tackert hier am Pivo Main rum. Das ist ja auch soweit okay. Und das ist generell ja ein ganz gern angelaufener Punkt. Der Point of Control ist gerade schon gewandert. Der war ja vorhin auch da unten, aber das stört nicht. Was jetzt aber natürlich interessant ist, ist, dass wir die VAL, also das Value Area Low, genau da unten haben auch. Ja, hier in dem Bereich sieht man es ja, da wo das gestrichelte Blau ist. Das deckt sich ganz gut mit der 11.115, also dieser Widerstand. Das heißt, das hier wäre auf jeden Fall für mich ein Long. So, kann mal gucken hier, Positionsgröße. So, zumindest mal ein erster, ne? So, was heißt ein erster? Also viel tiefer darf es eigentlich gar nicht mehr an der Stelle. Aber das wäre schon ein bisschen ungünstig. So, hier ist jetzt dieses letzte Hoch. Da kann es jetzt auch schon mal reagieren, muss es aber nicht. Ich will jetzt hier nicht mitten in die Minute reingreifen. Sowieso nicht. Aber die Bewegung, die hier macht, die ist soweit schon erstmal recht plausibel. So, was mich jetzt eigentlich eher stört, ist, dass wir halt hier den EMA 200 haben im M1. Ich werde immer gefragt, warum hast du die drin, wenn du die nicht handelst? Ich glaube, ich habe die drin, weil ich dann einfach sehe, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Und weil die werden, für meine Begriffe, werden die eh immer nur durchgeschleudert in alle Richtungen. Und von daher gebe ich da halt auch nicht wirklich viel drauf. So, also, wir haben hier Reaktionen, sieht man, geht erstmal nicht weiter, aber ist mir ein bisschen zu stark abwärts gerichtet, um jetzt hier long zu gehen. Also das sieht man ja auch, noch ist da irgendwie, sind da keine Käufer in Sicht, sondern es schiebt erstmal durch, beziehungsweise es drückt erstmal an der 11.146, aber der Punkt war schon mal richtig, das sieht man auch. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wenn er halt versuchen will, die erste Stunde long aufzulösen, dann sollte er eigentlich bis 9.15 Uhr wieder da oben stehen und nicht den letzten Außenstab im M15 dann gleich kaputt machen, falls er das nämlich macht. Dann haben wir nämlich ansonsten nachher erstmal Geschiebe, den dann in der Regel nicht mehr so einfach zurückbekommt. Ja, Short wäre schon ganz nett gewesen, ne? So ab der 218 da oben in Rot, da wären wir hier schon fertig, ne? Aber okay. So, hier unten haben wir halt auch, ne, die Eröffnung von 8 Uhr. Da kann er halt auch ruhig knapp dran. Das ist alles gut. Das passt. Ja, also was man jetzt ja halt schon sieht hier auf 1 Minute ist, der Punkt ist nicht so falsch, ne? Also da hier auf so einem letzten Hoch in so einer Biege, ich zeige es hier nochmal, da stehen wir. Da halt versuchen, das zu halten, aber darum geht es letzten Endes. Ne? Das heißt aber nicht, dass der jetzt da nicht runter darf und dann nachher halt nochmal ordentlich nach oben rausziehen darf. So, das VRL ist ein bisschen gerutscht. Nach oben sehen wir jetzt hier, ne? Ganz genau dort.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da nicht doch noch bis da runterkommen. Oder ob es das jetzt schon war. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe ja gerade gesagt, wenn er halt hier die Struktur im M15 nicht gleich kaputt machen will, dann muss er halt eigentlich schon gleich wieder da hochlaufen. So, mal gucken, ob das noch gelingt hier auf den letzten Support. Dazu müsste jetzt noch einmal hier unten quasi fischen. Und dann würde ich da auf jeden Fall reingehen. Hier noch nicht. Kann ein Fehler sein, klar, wie immer. Zweifelsfall ist er halt verpasst. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, ne? Dass jetzt gerade, wo ich das erklärt habe, ist halt hier die VRL nach oben gerutscht. Die lag vorhin wesentlich knapper hier drunter. Aber ist okay. Zweifelsfall dauert es halt ein bisschen. So, guck mal hier noch Kommentare durch, ob da irgendwo noch was ist. Nö. Also ihr könnt ruhig irgendwie, ne? Ja, Ralf, es ist immer einfach die beste Assoziation, seinen Namen zu nennen. Ach komm, das ist doch schade. Schicke Frisur heute. Aha. Sonst habt ihr keine Schmerzen. Der Thorsten, guck an. Ich sehe immer so aus. Das ist das Hemd, das täuscht. Das täuscht, das täuscht. So, also, den Plan verfolgt, also mit den Bollinger, ne? Ich benutze es immer so halt, um Squeezes halt zu verfolgen, beziehungsweise halt klare Ausbrüche, um mal halt zu sehen, weil also ist natürlich halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist halt nichts Genaues, ne? Das ist halt immer nur, um zu gucken, so irgendwie Grenzen ausloten. Also da hat er jetzt erstmal unten reingestochen, ist soweit okay. Das heißt, er könnte mir jetzt hier wirklich abhauen. Dann habe ich halt ein bisschen Pech gehabt, ne? Oder ein bisschen zu hoch gepokert mit den 117 da unten. So, ne? Jetzt kommt aber genau das, was ich vorhin gesagt habe. Er sollte eigentlich versuchen, um 9:15 Uhr wieder da oben zu stehen. Genau da stehen wir. Hier, letzter Außenstab. Orange macht mich gerade so ein bisschen fertig. Und das muss man hier ändern. So, da ist genau der letzte Außenstab. Da krabbelt er jetzt erstmal wieder hin. So, und das hätte ich aber gerne so gehabt, dass ich dabei bin, lieber Dax. Ne? Nicht so, so war das nicht jetzt so ganz der Plan. Aber gut. Mal gucken, ob wir einen zweiten Anlauf kriegen, beziehungsweise wie überhaupt der M15 hier endet. Wenn der halt nämlich, so würde ich mal behaupten, hier drunter endet und dann kriegen wir auch noch einen Schub nach unten, dann aber auch leider halt so ein bisschen Gezackere. Ich meine, die Stunde wird eh erst halt auflösen in 45 Minuten. Folgedessen ist das alles erstmal gut. So, und hier oben. Und jetzt halt mal rein markttechnisch auf einer Minute bleibt, haben wir hier oben das letzte High, das er jetzt versuchen wird oder versuchen möchte rauszunehmen. Das heißt, da ist auch der Point of Control. Das wäre dann halt erstmal ein Punkt, wo ich sagen würde, gut, da kann man halt auch irgendwie vielleicht mal versuchen, wenn er das jetzt halt hier nicht schafft, ne, den Außenstab da halt zu erhalten, dass wir da oben auch nochmal einen Dämpfer nach unten kriegen und vielleicht damit auch einen zweiten Anlauf, da hier, wo wir eigentlich, wo ich eigentlich hin will für ein Entry, was man hier auch mal machen kann, vielleicht gleich. Das ist halt hier auch mal ruhig mal Fibus anzulegen und muss gucken, ob es damit irgendwo funktioniert. So, sieht so aus, als schließen wir den Außenstab jetzt nach unten. So, das heißt, es sollte eigentlich noch eine Reaktion dann auch nach unten geben. Am liebsten mit Abholung hier oben. Kurz vor dem letzten Hoch. So, und hier kann man jetzt, wenn das jetzt erstmal fertig ist,
Kann man mal gucken, wo wir da stehen. Ja, das ist genau die 61,8 an der Stelle. So, mal gucken, ob es noch irgendwie einen Sinn ergibt, wenn wir das Bild mal hier unten hinziehen. Ja, auch noch, ne? Da haben wir hier genau die 50. Also mal angenommen, er würde das jetzt so machen. Also so setze ich ganz gern halt auch mal die Fibos an, wie es im fertigen Bild denn dann wäre. Und da sieht man halt auch eigentlich ganz schön, ne? Ich meine, hier fehlt jetzt eh nicht viel, aber wenn ich das halt mal so mache und, da, und man davon ausgehe, dass wir da unten irgendwo drehen, passt das Bild halt eigentlich besser. Ja, dann haben wir, hätten wir nämlich hier die 61,8. Dann nachher an der Stelle, wir hätten hier die erste Korrektur bei 23 und hier unten wäre dann entsprechend die 100%. Bin mal gespannt. So, ein bisschen Zeit müssen wir hier wohl mitbringen, wie es aussieht. Ja, ein weiteres Hemd. Hast du mir selber lieber selbst gesagt, Thorsten, ne? Der Trend geht jetzt zum Zweithemd. Hemmt sich sogar. Genau, guter Einwand hier vom Christoph. Mal gucken, wo ist denn das überhaupt? Das Gap, also Quatsch, nicht das Gap, sondern das Kassaschluss von gestern, der ist da unten, ja, den sollte er auflassen. Ne? Also ich, so nach dem Motto Gap close und hoch, ich meine, das Thema hat man echt schon x-mal, das funktioniert nicht. Genauso wie Gap close und runter, geht auch nicht. Also fast nie. Zumindest mal irgendwie gefühlt von meiner Seite und ich glaube nicht nur gefühlt. Deswegen, das sollte aufbleiben. Gap zu ist schlecht. Also zumal wir dann auch hier ein Problem haben, dass wir nämlich dann unter den Tiefs hier auch schon wieder drunter sind. Deswegen ist es eigentlich gar keine gute Idee. Da, das ist zwar so die German Ordnung, immer alles schön aufzuräumen, alle Löcher zu stopfen, aber vielleicht auch so der Grund, warum der DAX ganz oft nicht aus dem Quark kommt. Deswegen, nein, ich will das Gap auf jeden Fall nicht zumachen da unten. Außer ich bin gleich short, dann kann er von mir aus auch alle Gaps zumachen. Aber halt, wenn das halt wirklich long bleiben soll, dann eigentlich ist es nicht so eine klasse Idee. So, mal gucken, ob wir hier abgeholt werden. Stop-Loss und so weiter, das sitzt alles richtig, ja. So, und genau hier. Limit Pullback, minimal. So, aber das Hoch sollte jetzt erstmal, sollte eigentlich erstmal halten. Mal gucken. Und mit den oberen Punkten können wir uns dann nachher noch befassen, wenn er dann halt irgendwann mal da hochläuft. Aber den halte ich jetzt erstmal hier für richtig, ne? Selbst wenn der jetzt noch hier, also man könnte den auch skalieren, selbst wenn der hier bis zur Eröffnung, sorry, ein bisschen trocken Hals, oder halt knapp davor läuft, solange das letzte Hoch da oben nicht rausnimmt, ist das alles irgendwie völlig in Ordnung. So, und er hat jetzt halt auch noch, ne, wenn man das halt mal von der Warte betrachtet, wenn ich davon ausgehe, dass wir hier noch eine kleine Fortsetzung kriegen, dann hat er jetzt natürlich auch noch irgendwo 11 Minuten Zeit, das halt zu machen. Und infolgedessen kann der halt hier ruhig auch noch ein bisschen auf der Oberseite halt rummachen. Stört mich jetzt nicht weiter. So, Stop mache ich erstmal weit weg. Auch keine volle Position hier. Soll er doch erstmal machen. Also für diejenigen, die vielleicht das zum ersten Mal sehen, wäre das auch schon ganz oft in Webinaren, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie größere Strecken machen will und das zeitlich halt irgendwie da noch Luft ist, macht es sehr, 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 sehr oft Sinn, Position zu skalieren. Das heißt also nicht irgendwie enger Stop und dann halt irgendwie beten, dass das halt alles hält, sondern lieber dann halt irgendwie ein bisschen verteilen, dem Markt Luft geben und dann halt eben aber auch noch on top die Möglichkeit zu haben, wenn der Markt jetzt halt als Beispiel nicht mitspielen will, dann halt trotzdem noch im Plus dann halt rauszukommen. So, aber hier sieht man jetzt ja halt, ne, das war soweit eigentlich relativ einfach bis hierher. So, wenn ich jetzt halt hier die paar Punkte da mitnehmen will, dann könnte ich jetzt natürlich hier auch auf den Knopf drücken und hätte die erstmal in der Tasche. Ne? Könnte man machen, wenn man will. Ich will aber erstmal eher mal versuchen, ob wir nicht noch ein Stück weiter runterkommen, auch wenn es vielleicht dann nachher
ein Fehler gewesen ist, werden wir sehen. Ja, aber generell halt zum Einstieg suchen, war das ja ein relativ einfaches Beispiel jetzt halt hier auch. Aber ich würde ja natürlich am liebsten darunter und natürlich auch am liebsten mit dem Short darunter, sodass die ganze Nummer halt auch finanziert ist. Das wäre mir natürlich am allerliebsten. So, jetzt passiert hier auch ein bisschen was. Jetzt würde ich dann halt schon gucken, dass der da oben nicht unbedingt mehr rausgeht, weil dafür stehen wir jetzt hier dann auch zu tief. So, aber auch 19:20, die Minute ist gleich fertig. Ich bleibe jetzt hier auch mal enger dran als eigentlich nötig, weil das schon so ein bisschen nach Impuls hier aussieht, was sie hier gerade macht. Dann müsste jetzt der nächste wieder auf der 11:46 sein. Die würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausreizen. Wenn er da hochkommt, mache ich den weg. So, aber erstmal passt das. So, und dann muss er jetzt durch, wenn das jetzt irgendwie halt direkt nach unten weitergehen soll. Da gibt es hier keinen Spielraum mehr. So, und wenn nicht, dann ist hier jetzt gerade relativ schnell Geld verdient worden. So, ist diesmal nicht so ganz so klein wie sonst die Positionsgröße, ne, aber ist doch erstmal eine schicke Nummer gewesen. Hier 34 Punkte im zweiten Anlauf, das ist doch ganz okay. Also, vor allen Dingen, wenn er jetzt halt hier nach unten durchfällt, das wäre natürlich genau das Szenario, was ich ja wollte. Hier übrigens auch, warum ich jetzt hier auch eng rausgegangen bin. A haben wir halt hier natürlich den Widerstand beziehungsweise den Support, um den es vorhin ging. Das ist halt das eine, deswegen halt hier auch knapp dran, weil der kann jetzt genauso gut nochmal hier hochrauschen und nochmal versuchen, das rauszunehmen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt hier aussitzen, weil dafür ist der jetzt für meine Begriffe viel zu schön angelaufen. Das zweite ist, vom Scalping-Ansatz her, so doof es klingt, aber die Farbe von der Kerze zu ändern, gelingt fast nie im ersten Anlauf. Und ich rede hier nicht von der Minutenkerze, sondern von der 15-Minuten-Kerze, die wir ja im Hintergrund halt hier sehen, ne? Ich habe das in dem X-Frame hier eingeblendet. Sondern ist die 15-Minuten-Kerze, die hat er gerade versucht, irgendwie nach Rot zu drehen. Und das kam da halt eben auch noch hinzu. Und da weiß ich halt einfach, das ist so ein Phänomen, was halt einfach sehr selten aufgeht. Also im ersten Anlauf zumindest nicht, ne? Also jetzt im zweiten kann er es natürlich machen. Aber hier sieht man sieht ja auch, wie weit er hier zurückgelaufen ist. Das war ja halt über die Hälfte der Strecke. Das muss man dann auch nicht unbedingt irgendwie sich antun. Wenn man jetzt irgendwie sagt, das aber auch mal, vielleicht sollte auch mal erwähnt sein, so, ich will aber halt irgendwie da runter, um auch immer, dann kann ich ja hier einfach auch sofort wieder reingehen. Ne? Könnte ich jetzt auch sagen, gut, ich mache jetzt irgendwo hier mittendrin wieder Short auf und habe mir dann erstmal hier so 10, 15 Punkte gespart, setze meinen Stop hin da, wo er war und habe einen Trade, der mich nichts gekostet hat, wenn er nicht aufgeht. Kann man natürlich auch machen. Ne? So. Also, ich glaube, das war ja erstmal ganz nett. 34 Punkte. So, jetzt würde ich halt, aber von Short bleibe ich jetzt erstmal hier weg. Ne, das meinte ich eben. So, das hat mir auch schon mal irgendwie das öfter schon mal diskutiert, dass man halt zum Beispiel mal angenommen, man ist long oder wie ich jetzt hier Short. So, wenn ich ja weiß, ne, hier unten ist ja eigentlich ein Support, kann man. Also entweder so, wie ich es jetzt halt gemacht habe, hier einfach eng ran, entweder geht durch oder nicht, ja. Oder man geht einfach grundsätzlich an jeden Support oder Widerstand, je nachdem, wie man positioniert ist, aus dem Markt raus. So, und nimmt dann irgendeinen Rücklauf, und wenn es nur 10 Punkte sind, und geht dann halt da wieder rein. Das klingt zwar erstmal halt merkwürdig, aber im Endeffekt, wenn man sich das mal ausrechnet, ne, angenommen, das gelingt halt. Und dann habe ich halt jedes Mal eigentlich was gespart, ne? Beziehungsweise summiere halt so dann letzten Endes halt meinen Gewinn dann halt auch auf. Beziehungsweise verkleinere mein Risiko,
halt stetig. Das ist halt immer nur so ein kosmetisches Ding, ne? Wenn so irgendwie, wenn man einen schönen Entry hat und so, dass man den unbedingt da halt auch behalten will und weil sieht ja gut aus, im Endeffekt ist alles Quatsch. Weil das ist wirklich nur so ein Psycho-Ding. Haben wir auch im Support, wird der Nelson halt auch bestätigen können, wenn es dann zum Beispiel mal passiert, dass eine Position dann halt irgendwie geschlossen wurde. Ja, so warum auch immer, weil was dann falsch eingestellt war im StereoTrader als Beispiel, und dann ist das Geheule immer groß und dann so, Verlust oder Trade ist weg. Das ist Quatsch. Das ist doch einfach Quatsch. Weil das Einzige, wenn man versehentlich mal irgendwie eine Position auch schließt, das Einzige, was weg ist, ist der Spread. Also die kann man genauso gut sofort wieder aufmachen. Und das ist aber halt nur eine Sache, die halt im Kopf einfach stattfindet. Ja, ich habe halt keinen so schönen Entry mehr. Aber ich kann doch halt genauso gut da eine Linie hinmalen und schreibe da dran, hier war ich drin und pack mir ein Smiley dahinter und verrechne den Gewinn oder Verlust oder was auch immer ich da vorher aufgelöst habe mit dem, was da halt ein Bild ist. Und deswegen, also ne, ich meine, klar, es sieht nicht so klasse aus, aber mehr ist es doch im Endeffekt nicht, ne? Und deswegen meinte ich halt eben von dem Ansatz, dass man halt einfach dann halt irgendwo an einem Widerstand Support oder wie gesagt, je nachdem, welche Richtung man da halt hat, dass man einfach auflöst und dann irgendeinen Rücklauf abwartet und da wieder reingeht, den Stop wieder dahinsetzt, wo er war und hat dann halt eben in sehr vielen Fällen dann halt eben 10, 20 Punkte, wie viel auch immer, wenn es nur 5 sind, dann halt auch wieder gut gemacht. Und das läppert sich schon. Und eigentlich ist das gar nicht so falsch. So, was? Was denn wieder? Wie zeige ich die Punkte an? Ganz einfach, ich habe das hier, ne? Da, hier gibt es ja so eine Funktion. Da ist noch mein 5-Cent-Trade, nee, 4 waren es, von heute Morgen noch dabei, deswegen sind es jetzt 2. Da gibt es halt eine Funktion, die heißt einfach Trades, ne? Also hier der Knopf und da sieht man das. Da wird das dann angezeigt. So. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt den Spritzer darunter kriegen mit den Jungs und Mädels von 9:30 Uhr, die ja auch manchmal ganz andere Ideen haben. Das wäre natürlich schon schick. Also da unten, ich lege den mal hin. Doof wird es dann natürlich, wenn wir hier auch die Eröffnung von 8 Uhr überhaupt nur erreichen. Dann, ich meine, vom Prinzip her erstmal nicht schlimm, aber nicht selten führt es dann eben auch dazu, dass das halt überfahren wird. So, die erste Reaktion hier war tatsächlich, ne, da hat der die Emma ja da ja ganz gut mitgespielt, aber für meine Begriffe war das aber halt eher der Tatsache geschuldet, dass die VAL, also Value Area Low, halt hier hochgewandert ist. Und so, jetzt geht er höchstwahrscheinlich durch, wie Butter. Spannend. Um dann nachher halt wieder gekauft zu werden. Das wäre zumindest mal so das Wunschszenario. So, 11:29, das gibt jetzt höchstwahrscheinlich einen Impuls nach unten. So, und hier haben wir halt auch den nächsten Außenstab im M15, von daher auch eigentlich ganz schick. So. Wieso steht jetzt eigentlich meine Fibo da unten? Was habe ich denn da vorhin wieder gemalt? So, also dieses Cluster, das ist natürlich, das darf man auch nie vergessen, ne? Das ist halt Future Overnight mit relativ dünnem Volumen, von daher auch nicht so ganz einfach. So, hier haben wir den ersten, aber wie gesagt, da wäre ich ein bisschen mutiger mit dem. Und würde jetzt dann halt mal, ist vielleicht jetzt ein bisschen früh, mit dem 9:30 Uhr Impuls hier, aber okay. Kann er von mir aus jetzt auch ein bisschen reinstechen. Er sollte es nur nicht übertreiben. Dann ist nämlich das, was eben verdient wurde, auch gleich wieder weg. Aber ich würde natürlich hier schon gerne versuchen, und ein bisschen Platz machen hier.
halt versuchen, das ganze Ding nach oben aufzulösen. Das wird er wahrscheinlich auch schon noch. Die Frage ist halt nur wie immer, wann, ne? Das ist die große Frage. So, aber generell, jetzt hier vom Außenstab M15. So, jetzt sind wir hier schon mit zwei drin. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, wenn das Gap zu ist, dann ist nicht gut. Das wäre echt nicht gut. Das würde ich lassen, lieber DAX. So, müssen wir ganz genau hier unten ausloten. Da sind wir. Da ist das letzte Low an der Stelle. So. Und die Future-Eröffnung und alles Mögliche. Also kann sein. Dann wird der zweite hier nicht aufgehen. Bin mal gespannt. Noch ist es nicht so weit. Noch schweben wir drüber. Was hier nur vom Timing, der war echt so ein bisschen unglücklich, wie ich selber noch gesagt habe. Es gibt wahrscheinlich einen Impuls nach unten. Und da gehe ich da um 10 Sekunden vor. Long ist natürlich echt, war jetzt nicht so clever. Aber warten wir es mal ab. So, weil letzten Endes, um das ganze Long aufzulösen, wie gesagt, muss das halt hier halten. Und kein Gap Close, falls doch ein Gap Close. Und dann würde ich mich tatsächlich da erstmal im Rücklauf. So, ich gebe hier tatsächlich noch einen dazu. Weil ich bin ja hier eng abgesichert, ne? So. Gefahr ist immer, deswegen halt auch nicht nachhandeln, dass es halt im Webinar nicht aufgeht. Ne? So. Das heißt aber nicht, dass der Markt ja nachher zumacht, sondern ich kann mich ja nachher hier ganz bequem auch wieder irgendwo neu eindecken. Deswegen gebe ich jetzt hier auch mal einen dazu, weil der hat jetzt für mich hier das kleinste Risiko an der Stelle, an dem Stop. Hier mit dem Gap Close würde ich nichts ändern. Selbst wenn der da unten auch irgendwie hinkommen sollte und abprallen sollte. Und wäre das für mich trotzdem kein Long. Ne? Ich würde dann halt viel eher abwarten und dann halt viel, viel tiefer nochmal ansetzen. Und das ist halt genau hier leider die Mission, die hier irgendwo hat, das Gap halt zuzumachen. Und das ist natürlich blöd für Long. So, das war's. Also, jetzt nichts tun. So, und hätte ich ja echt den Short da oben ja auch drin lassen können. Naja, gut, nachher ist man mal schlauer. So, jetzt gucken wir mal eine Etage tiefer. Ja, weil das ist genau das, was ich gemeint habe eben. Wenn der das 8 Uhr die Eröffnung auch nur erreicht, hat der wirklich oft die Tendenz, da einfach durchzurauschen. Das ist halt leider so. So, aber das ist ja okay. Ja, vorhin, der hat irgendwie, keine Ahnung, was hat er gebracht? Irgendwie 90, der hat 200 gekostet. Okay. So, man kann natürlich jetzt hier, ne? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie will und da aggressiv rangeht, kann ich auch mal zeigen. Das kann man schon machen, ne? Hier nochmal einen Rücklauf irgendwie, sich versuchen, da halt irgendwo einzufangen. Und man sollte aber nicht davon ausgehen, dass jetzt hier das halt irgendwo sehr, sehr, sehr nachhaltig halt werden wird. Da glaube ich halt nicht dran, ne? Sondern wir kriegen vielleicht einen Rücklauf jetzt hier nach dem kurzen Gefische anders hoch, da oben halt nochmal. Das ist möglich, aber in der Regel ist es schon so, dass halt ein Gap Close, dass der halt nicht hält, also zumindest nicht nachhaltig. Ne? So, wie gesagt, kann man machen. Sieht man, bringt leider nichts. So, also, trotzdem. Jetzt hier mal ein bisschen genauer dranbleiben. Und dann jetzt halt mal abwarten, wo hier ein Impuls kommt. Und ob man den nochmal einfangen kann. So, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir da oben? Ja, 11.031, das war das letzte Tief von letzter Nacht.
9:35 Uhr. Ja, ich meine, noch ist der Drops hier nicht gelutscht, ne? So, ich bleib mal hier dran. So, und geh runter bis auf die 35. Da gehe ich halt mit. Und selbst wenn er die fischt, bleibe ich da auch noch mal dran, weil generell der Markt ist natürlich long. So, deswegen, auch wenn da jetzt manch einer sagt, boah, ey, du hast ja Nerven. Ja, weiß ich. Ich weiß aber auch, dass die natürlich immer versuchen, hier einen rauszuwerfen, egal wo man halt steht. So. Und dann halt hier lieber mit bisschen mehr Luft. Und genau hingucken, wenn was passiert. Ich mache mal die hier weg. Ne, weil was halt auch auffällt, ist, dass wir halt eben hier zur Eröffnung, dass wir da halt überhaupt gar keinen Docht da oben haben. Ne? So, mal gucken. Ja. Das fällt halt auch auf. Und der wird meistens nachgebaut. Die Frage ist jetzt nur, bauen wir den jetzt in dieser Stunde noch nach oder dauert der ganze Spaß so ein bisschen länger? So, hier unten wird es ja aber auch schwer, ne? Ja, ich weiß, ich habe einen roten Strich bei der 085. Der ist aber nur deswegen rot, weil ich halt nichts aktualisieren konnte. Gestern Abend habe ich ja vorhin erwähnt, ne? Von daher ist die Farbe da jetzt erstmal völlig egal. Was macht denn der DAU eigentlich parallel? Mal gucken hier. Wo steht der denn? 633. Ja. Das sind auch nochmal fast die Tiefs von gestern. So, dann gucken wir jetzt mal fibotechnisch, wo wir da jetzt halt liegen. So, ne, weil wie gesagt, das halt jetzt das Problem. Es kann jetzt sein, dass die hier pokern bis irgendwie 10:55 Uhr. Und dann die Geschichte dann halt aufgeht. Ich weiß für meinen Teil, wenn ich hier dran bleibe, kriege ich das ganz locker wieder. Das heißt ganz locker, ich kriege das wieder hin, ja, kriege das auch wieder rein. Nur es kann halt eben sein, dass es nicht während des Webinars ist. Ne? Deswegen halt immer Vorsicht mit Nachhandeln. Was hat er denn hier mit der FIBO? Wieso will er die mir denn jetzt nicht geben? Der FIBO, da ist er. So, dann gucken wir mal. Ups. Alter. Oh Mann, ey, es kann doch nicht wahr sein, dass man hier nie was vernünftig zeichnen kann. Ist ein bisschen nervig. So, da kommen wir wieder. Komm, direkt rein. Weil ich meine, eins muss man halt jetzt mal sehen. Da ist der Außenstab, ne? So, hier an der Stelle, da ungefähr, wo die Orange ist, ich ziehe die mal ein bisschen runter. So, da ist der Außenstab. Wenn er den jetzt hält, um 9:15 Uhr, H1 ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn er den jetzt als Beispiel hält, um 9:15 Uhr, und wir haben da unten dann nur so eine Lunte da unten drin stecken, dann ist es sehr gut möglich, dass wir um 10 Uhr nach oben rausziehen. Beziehungsweise zumindest mal die 218 oder eben die Punkte, die ich eben gezeigt habe, dass wir die zumindest mal dann halt irgendwo nochmal ins Visier nehmen. So. Und das ist ja halt eben der Plan. Ne? Deswegen bin ich auch hier unten so hartnäckig, obwohl wir jetzt da halt ein Gap Close halt schon gehabt haben und das halt eigentlich nicht gut ist. Ne? Aber wir liegen halt über den Lows an der Stelle. Wir haben immer noch einen Außenstab im H1 und die Chance besteht dann natürlich deswegen immer noch, dass die Geschichte dann halt deutlich nach oben auflöst und nicht nur so ein bisschen. So, also die Chance gibt es halt. Ne? Und deswegen bin ich halt hier so ein bisschen vehementer dran. Wobei wir natürlich jetzt auch hier logischerweise die Chance haben, dass wir hier einfach
einen Abwärtstrend, den wir jetzt hier gerade im M1 halt haben, dass wir den nicht loswerden und uns erstmal eine Zeit lang damit befassen. So, aber wenn, wie gesagt, wenn es so ist und dass die halt dann auf den letzten Drücker noch versuchen, das Ding hier zu drehen, dann wäre ich halt schon gern dabei. Kann aber auch eben sein, dass ich jetzt hier nochmal einen halt im Verlust schließen muss. Ich habe gestern auch so ein Ding gehabt im DAO. Ich habe wirklich das Hoch bei, also gestern Abend das Tageshoch, da halt irgendwie zu shorten 170 Punkte runter. So, wenn ich den Trade gezeigt hätte, hätte jeder gesagt, boah, krass, toller Trade. Aber ich habe davor, glaube ich, auch 5 oder 6 versenkt. Mit dann halt letztendlich einem kleineren Verlust in Summe. Aber so ist es halt eben manchmal, ne? Und letzten Endes muss ja nur unterm Strich was rauskommen. Deswegen kann das jetzt hier natürlich auch sein, dass es halt trotzdem jetzt nicht funktioniert. So, aber wenn das jetzt hier raus ist, wenn wir das jetzt hier nochmal angehen, dann sieht es eigentlich erstmal gut aus, ne? Also hier die 11.100 und irgendwas. Ja. Dann haben wir nämlich hier zumindest mal im M1 hätten wir den dann eigentlich schon erlegt. Und dann müssen wir gucken, dass die anderen dann halt folgen. Oh, ein bisschen trocken. Hals. So. Ja, wir hätten einfach nach dem Short eben dicht machen sollen, ne? 34 Punkte. Aber das wäre ja halt auch immer so ein bisschen falsches Bild. Sondern soll ja echt sein. Ich kann ja auch nicht immer nur sofort irgendwie, in letzter Zeit war es ja echt oft so, ne? So irgendwie Trade aufgemacht und mit Plus geschlossen, danke, tschüss. Aber dafür war mir jetzt die Position jetzt halt auch ein bisschen klein, um jetzt dann halt zu sagen, ja, das war's für heute, ne? Sondern ich würde dann halt schon gern versuchen, ein bisschen mehr mit einer größeren Position herauszuholen. Aber ich finde trotzdem auch nicht, dass jetzt hier irgendwas groß falsch gemacht wurde, ne? Also von meiner Seite jetzt, also jetzt ohne mich hier halt irgendwie da rausreden zu wollen, aber es ist völlig legitim. Da unten das Low, das war okay. Also darauf zu bauen, dass es hält, ne? Also das hier hat es dann halt nicht. Gut. Aber das war der Ansatz, war der gleiche wie der hier auf der Oberseite mit dem Short. Das war ja nichts anderes. Ne? Und letzten Endes muss man jetzt ja nur die Punkte raussuchen. Manchmal übertreibt der Markt es halt. Der DAX ganz besonders. Der holt einen immer ganz besonders gern irgendwie wieder raus, egal wo man da halt irgendwo ist. Und von daher, so läuft das ja auch. Was? Der Heiko stellt mir hier eine Frage. Krass. Der Heiko Behrendt. Guck an. Also kann man sagen, auch unter der Orange Außencandle weiter abwärts geht, dann geht es weiter aufwärts. Also ja, ich würde halt mal so, also das wäre halt hier der Ansatz. Man sieht halt immer, aber er kriegt es hier nicht hin. Ne? Außer er ist jetzt wirklich ganz schnell und steht jetzt in 45 Sekunden hier oben drüber. Das ist genau das, was er jetzt wahrscheinlich versucht. Es geht immer darum, so eine Struktur, das ist ja letzten Endes auch die Preax-Struktur im Stereo Trader, also für die Trailing Stops, ne? Die basiert ja halt eben auch auf der Annahme und die hat ja eine ganz gute Quote. Dass halt eben Außenstäbe fortgesetzt werden, beziehungsweise halt nicht einfach so gebrochen werden. Und wir haben halt hier im M15 ist halt auch nochmal ein Außenstab, das ist so ein bisschen die Chance, wobei der jetzt natürlich nicht so relevant ist wie der Stundenchart. Aber deswegen wäre es halt eigentlich hier schön gewesen. Wir wären jetzt da hochgesprungen. Er macht es aber nicht. Ne? Beziehungsweise er schafft es halt nicht zeitlich. So, und jetzt haben wir hier schon wieder 15 Minuten Short. Und zack, haben wir die Reaktion nach unten. Das wird jetzt eng. Also das Ding jetzt noch long aufzulösen, das könnte echt haarig werden. Ne? Das könnte haarig werden. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Weil sonst
hat es hier gleich möglicherweise ein Wunschdenken aus. Das würde ich ja schon versuchen zu vermeiden, auch wenn wir jetzt hier noch Reaktion haben, ne? Sieht man ja. Aber so wirklich gekauft hat er auch noch keiner, ne? Nur so ein bisschen. Deswegen ist das schon nicht ohne, jetzt hier an Long festzuhalten. Also was mich halt hier einfach stört, ist, die Struktur ist kaputt, ne? Das Einzige, was halt hier, also mit Struktur meine ich, ne, die Struktur halt hier in Form von Außenstäben, also Long, 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 kaputt. Beziehungsweise da oben war die halt schon kaputt, ne? Deswegen bin ich ja da halt auch ganz gute Dinge short gegangen. Erstmal. Und nicht etwa davon ausgegangen, dass wir Long da drüber laufen. Weil ich halt zum Beispiel auch weiß, also das funktioniert halt meistens einfach nicht, ne? Und da genau, wie gesagt, auf dem Ansatz basiert ja halt eben auch der Trailing Stop. Und ich weiß, was der für eine Quote hat. Wenn der dicht macht, dann kommt da halt auch in den meisten Fällen lange nichts mehr. Wie kann man nach Kommastellen traden? Bei mir geht die Positionsgröße bei 1 los. Das ist halt hier der DE30 Mini. Daran liegt es, ne? Also kann der DE30 oder DE30 Mini. So. Ja, so, das ist jetzt halt das Problem. Er versucht jetzt die Struktur hier wirklich fortzusetzen. Und deswegen Vorsicht. Könnte daneben gehen. Also den hier, also den Außenstab hier unten, die 105, die sollten wir eigentlich schon nochmal erreichen. Das kann jetzt eigentlich nicht so das große Problem sein. Aber ob es darüber hinausgeht, sehr fraglich. Sehr, sehr fraglich, weil so ein Gap Close, der drückt einfach. Das liegt halt in der Natur der Sache. Und der drückt. So, dann wäre es jetzt hier eher wahrscheinlich der 11.031. Mal gucken, wo ist mein Stop? Das werde ich halt hier echt, dass wir die hier auch nochmal irgendwo testen. Und wir dann halt irgendwie gucken, wie der Spaß dann halt hier weitergeht. Aber das wäre noch halt hier das letzte Low. So, ne? Gap close und dann einfach hoch. Meistens nicht. So, also wie gesagt, den hier unten. Ich lasse dem jetzt hier echt mal Luft, ne? Auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt bis da unten dabei bleibe, aber direkt wegfischen lassen muss ich mich auch nicht. So, jetzt setzen wir hier nochmal auf. Gucken, ob das jetzt hier hält. Die mache ich immer in gelb, das sind so die Scalping-Linien. So, weil hier unten waren einfach die letzten Verkäufer, die sich jetzt auch gerade nicht mehr durchsetzen konnten. So, jetzt würde ich halt, ich nicht so langsam wäre, würde ich halt hier versuchen, nochmal Long noch einen dazu zu geben. 49. Ja, ein bisschen verpasst hier. Ich habe halt immer die Zeit halt im Auge. Ne? Wir machen jetzt den M5 fertig und laufen jetzt halt auch auf das Ende der Stunde zu. So, hier auch. Ne? Versuch irgendwie die Farbe umzudrehen, geht nicht im ersten Anlauf, aber vielleicht im zweiten. So, dann schauen wir mal, ob wir zumindest die 106 von hier aus jetzt nochmal sehen. So, hier einmal das VAL. Da sind wir jetzt dran. Da müssen wir jetzt natürlich einmal rein.
in die Value Area. Dann werden wir mal rausfinden, wenn das gelingt. Wenn nicht, nehme ich den ja auch hier wieder raus, ne, den ich gerade noch reingegeben habe. Wenn er nochmal unter die gelbe kommt, da unten, dann wäre er weg. Ja. Das ist halt echt ein bisschen anstrengende Nummer hier. Blödes Gap, echt. Das ist einfach immer die gleiche Grütze. Ist das erstmal zu, kommt er da nicht mehr weg. So, wie gesagt, trotzdem baue ich drauf die 106. Eigentlich müsste die halt nochmal schon nochmal irgendwo drin sein. Wahrscheinlich dann halt irgendwie des Rätsels Lösung, wie immer, irgendwie kurz vor Schluss. Also es das heißt, irgendwie auf den letzten Drücker vor 10. Guckt sich einer an, wie die hier rumdrücken. Das ist echt anstrengend. Aber es ist ja vielleicht auch mal ganz netter Live-Beweis dafür, dass es so nicht funktioniert. Gap close und dann rauf. War ich noch nie ein Fan davon. Nee. Also ich habe den jetzt auch nochmal rausgemacht, da oben die. Das drückt hier einfach permanent auf der Unterseite rum, weil das Gap zu ist. Nochmal, weil es zu ist. So, was sagt denn eigentlich der M5? Den auch mal kurz angucken. So, das holt ihr jetzt wahrscheinlich hier raus. Wir testen das Overnight-Tief an und wenn das nicht hält, dann haben wir hier ein Problem. Zumindest mal hier im Live-Trading. Warum ich beim Hochkaufen, also der Andreas fragt hier, verstehe gerade nicht, warum du beim Hochlaufen nach kaufst und nicht beim Tipp unter deiner blauen Linie. Ja, ganz einfach, weil ich doch nicht weiß, ob meine blaue Linie da hält. Was ich aber dann halt ja doch sehe, ist doch, dass da einer kauft. Und ich versuche mich ja dem nur anzuschließen. So, der kam jetzt halt nicht weit, ne? Aber halt alles andere wäre so ein bisschen vermessen. Ich meine, hier sehe, also generell, ne, wenn ich sage, so handle, was du siehst, hier sehe ich ja, ne, da ging es halt erstmal ja jetzt nicht weiter. Gut, jetzt geht scheinbar doch weiter. Aber das ist ja das, was ich sehe. Und wenn ich jetzt aber sage, hier unten, ich kaufe den Dip unter meiner blauen Linie, stelle ich mich ja auch irgendwo hin und sage, ja, ich bin schlauer als der Rest des Marktes. Das ist ja halt immer so ein bisschen vermessen dann auch, ne? Klar kann das funktionieren, aber das weiß ich doch nicht. Ich kann nur das machen, was ich weiß. Und das ist halt, wenn ich halt einen Käufer sehe und der kauft, versuche ich mich da dran zu hängen. Und nicht mehr, nicht weniger. So, jetzt muss man tatsächlich hier schon gucken, wo das Tief von der, also das war hier, genau, das Tief von der Stundenkerze, also die hier oben lasse ich mal drin, da glaube ich auch immer noch, dass die kommt. So einfach ist die eigentlich nicht weg. Das Tief von der Stundenkerze hier, dass der da drunter drückt, einfach so, um 10 Uhr. Möglich wäre es. Ne? Aber das hat genau, ne, das auch, was ich am Anfang auch gesagt habe. Ne? So wir, die Szenarien, die wir heute haben, ist halt Geschiebe bis einfach weiter long, bis irgendwie sonst irgendwas. Natürlich ein bisschen doof. So, hier jetzt halt auch. Ne? Was ich sehe, ist,
Da unten hat keiner, wir haben kein neues Tief. Also kaufe ich das Ding. So, auch wenn der jetzt hier nicht aufgeht. Ne, aber den kaufe ich jetzt erstmal, weil das sehe ich. So, und ob jetzt da oben rausläuft, weiß ich nicht. Aber wenn das halt nicht weiter gekauft wird, löse ich den auch hier wieder auf. So, und versuche dann halt einfach mit einer skalierten Position so lange da halt da dran zu bleiben, bis es dann halt irgendwann mal halt funktioniert und halt die Käufer auf den Plan kommen. Erfordert Geduld, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber im Endeffekt führt es aber dann auch irgendwann zum Erfolg. So. Ja, deswegen halt ist das ja halt damit auch beantwortet, warum kaufe ich nicht den Dip unter meiner blauen Linie, weil ich nicht weiß, ob der kommt. So, jetzt kleben wir hier schon wieder am Gap, am Kassa Close. Und wir werden sehen, was die letzten Minuten bringen. Wir werden sehen. Man kann natürlich halt auch, ne, beim Scalpen ist es halt eigentlich am einfachsten, ne? Da halt hier irgendwo dann immer ganz eng dann halt absichern, 10 Punkte mitnehmen und dann ist halt gut, ne? Die hätte ich natürlich jetzt hier auch schon wieder drin. Aber ich versuche ja immer, auch wenn ich es ab und zu mal bereue, aber halt hier in den Webinaren halt eine Position aufzubauen, die halt hält für am liebsten für den Rest vom Tag, aber zumindest für ein paar Stunden. So, ob das gelingt, je ne sais pas. So, hier ist natürlich genauso wichtig, ne? Wenn da jetzt halt irgendwie doch noch einer nachkommt, wieder raus damit, ne? Dann mache ich das hier unten weiter in das Spiel. Aber ich lasse halt immer einen Teil, lasse ich halt drin. Es kann ja auch mal sein, dass ich irgendwie mal in der Küche verschwinde und in der Zeit läuft der Markt weg und damit halt wenigstens nicht alles vorbei ist. Das ist natürlich jetzt irgendwie kein super Kurzfrist Scalping. Aber ein Ansatz, der funktioniert. So, noch 3 Minuten. Ich bin mal gespannt, was das werden soll. So, hier wollte erstmal keiner das Tief kaufen. So, der Klassiker wäre jetzt natürlich zu sagen, okay, hier kommt mein Stop-Loss hin. Ne? Das wäre jetzt natürlich klar, ganz normal. Aber das Ding ist halt auch immer die Frage, ist das Tief hier, was wir halt hier haben, ist es auch das relevante Tief überhaupt? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ne? Von daher ist es, wäre es jetzt auch nicht unbedingt Stop-Fishing, wenn der da runter geht und dann hier zum Beispiel da unten auf die, was ich hier in Blau eingezeichnet habe und dann doch hochzieht. Es wäre noch längst kein Stop-Fishing, weil ich halt nicht weiß, ob das hier relevant ist und ob der hier wirklich fertig hat. Das ist halt immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Und deswegen nicht alles, was nach Stop-Fishing aussieht, ist auch Stop-Fishing. Aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel halt auch, keine Ahnung, wie weit das echt ist. Da ist gerade eine ziemlich große Order hier aufgeploppt. Und wenn da jetzt natürlich auch was dahinter steckt, ein echter Käufer. Und der hier nachlegt und dann kriegen wir auch noch einen Schuss nach oben. Wobei natürlich vom Impulsverhalten die Stundenkerze eigentlich nach unten drücken müsste. So. Deswegen halt auch hier kein bedingungslos irgendwie drin bleiben, sondern immer schön raus, auch wenn es ein Verlust ist. Aber macht nichts. So, ich habe hier übrigens nur gerade meinen Kopf geschüttelt, weil mein Sohn was von mir wollte. Hey. Habt ihr gehört? Ey. So. Nein, du musst warten, Schatz. So. Also 10 Uhr. Stunde ist um.
So, und jetzt leider erstmal wie vermutet, bisschen Impuls nach unten. Noch hält es sich in Grenzen. Aber hier kommen halt einfach keine Käufer auf den Plan, ne? Infolgedessen ist das höchstwahrscheinlich dann auch der falsche Punkt. Und wir haben halt hier eine gebrochene Struktur jetzt auch im H1. Und ich zeige das gleich, sobald das Ding hier mal irgendwann, sobald ich den mal los bin hier. Und das heißt, wir werden uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang hier mit seitwärts ein paar Stündchen befassen und nicht einfach so nach oben abhauen. Das wird wohl eher nicht passieren. So, trotzdem hätte ich jetzt hier gern mal bitte noch, ne, so ein paar Pünktchen nach oben. Lieber DAX, irgendwann ist auch mal gut hier mit dem Gedrücker. Kannst nachher unten weiter drücken, wenn ich raus bin. So, ich zeige das mal ganz kurz. Na, hier ist halt unter dem Außenstab geschlossen. Das ist nicht gut. 0,80. Ne? Das ist erstmal nicht gut. So, Rücklauf, wie gesagt, am liebsten immer noch gerne da oben hin. Ob es gelingt, wir werden sehen. Habe ich hier vorhin auch schon eingezeichnet. Ist das in Gelb gut zu erkennen? Ja, ich glaube schon. Ne? Das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Also hier, ne, was man jetzt halt hier sieht, ist Katastrophe. Der Markt steht hier halt hier einfach nur dumm rum. Also es gibt hier irgendwie keine Verkäufer mehr. Es gibt aber auch keine Käufer. Wir stehen am Kassa-Close von gestern. Das Dümmste, was er hätte machen können, hat er gemacht. Tja. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Also, wir kriegen sicherlich noch, ob jetzt oder irgendwie später, nochmal irgendwie einen Schub nach unten. Aber ist dann halt auch, muss man mal gucken, bis wohin das halt geht. Also, der kann halt hier, was natürlich auch echt, was mir nicht gefällt, das ist überhaupt, dass wir so nah, ich meine, sind gerade jetzt mal 60 Punkte über der, ja, genau das. Oh, nein, 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 das meinte ich, ich wollte ihn nicht löschen, sondern ich wollte ihn rausgeben. So. Wir sind halt hier gerade mal irgendwie 60 Punkte über der, na, wie heißt es? Über der 11.000. So, das ist halt das Problem. Und das heißt, da ist halt auch wieder Psycho angesagt. So, mal gucken, ich gebe den mal nochmal rein, wenn da nichts nachkommt. Ansonsten dann halt hier. Ach ja, eine Bastelposition. Das ist natürlich für ein Webinar immer am aller übelsten. Aber da werde ich wahrscheinlich dann irgendwie nochmal Stream dann halt irgendwo nachlegen müssen. Heute habe ich ja eigentlich gar keine Zeit für, um dann halt zu zeigen, wie die Geschichte hier weitergeht. Das drückt jetzt natürlich nur auf der Unterseite halt rum, ja, weil natürlich irgendwie gestern jeder gesehen hat, der Markt ist long. Da gehen die ganzen doofen long, so wie ich auch. Und versuchen da reinzukommen. Und die werden jetzt nach unten so lange rausgeprügelt, bis sie keine Lust mehr haben. Und so läuft's halt. Jetzt bin ich halt auch mal einer davon. Das ist halt manchmal in der Natur der Sache. So, aber hier kommen einfach keine Käufer, ne? Hier kommen einfach keine. So. Zack, ja, gut. Genau richtig gedrückt jetzt erstmal. Das heißt, es hilft hier alles nichts. Das ist jetzt das Overnight Low hier. Das muss durch. Beziehungsweise das muss jetzt einmal getestet werden. Da sind wir hier auf der Seite. So, da werden wir jetzt wohl erstmal hinlaufen und uns dann damit befassen. So. Wie gesagt, ich lasse mal immer noch hier ein Teil drin, auch wenn die Position jetzt erstmal Minus ist.
Gelutscht ist der Drops trotzdem noch nicht. So, und ich werde auch immer wieder halt hier, wenn ich halt sehe, es wird gekauft, ein bisschen Druck, und dann gehe ich da halt auch immer wieder rein und versuche den halt dann auch zu erwischen. Was man natürlich auch machen kann, ne? Das habe ich vorhin hier so ein bisschen verpennt, deswegen war ich vorhin mal kurz still. Man kann natürlich halt eben auch die Dinger dann halt in Zwischenstationen immer wieder auflösen, weil der Sinn und Zweck ist ja nicht, dass der Trade BE nach oben läuft, sondern halt mit dem Kurs, ne? Das ist natürlich halt auch klar. So, und wenn aber nichts kommt, dann auch immer wieder raus, ne? So, und dann halt, sobald wieder halt ein Käufer da ist, sobald ich halt irgendwo was erkenne, weil es geht ja jetzt ganz augenscheinlich hier um das Tief von letzter Nacht. Ist ja gar keine Frage. Sieht man ja, ne? Das, so, da waren wir jetzt auch gerade. So, mal gucken, ob da noch was nachkommt. Da kommt erstmal noch ein Verkäufer nach. Das ist natürlich auch super. Aber wenn der nicht halten sollte, und dann schnappt das Ding erstmal nach oben. So, heißt aber jetzt auch, wenn wir hier auch noch drunter gehen, ne, dann ist hier erstmal Reißleine angesagt. Weil das bringt dann nichts, irgendwie da jetzt bis unendlich dran festzuhalten. Und dann war das halt hier mal ein Negativ Live Trading. So, gucken wir hier jetzt noch ein bisschen was kriegen. Oder nichts. Mal raus, also nicht übertreiben die Position, ne? Dann lieber irgendwie noch mal ein Stück raus und dann abwarten und dann dem Luft geben. Aber das sieht alles. Nee. So, das war nix. Also leider wie befürchtet, Gap Close ist nicht bullish. Hier der Lebensbeweis auf meine Kosten heute war teuer. Aber so ist es halt manchmal. Ärgert mich natürlich. Meine Hater, ich weiß nicht, ob ich Hater habe, aber die mich nicht so mögen, wird es freuen, die würden sagen, sag, Jäger hat heute Morgen Verlust gemacht. So, ist dann halt mal so. Und auch nicht zu wenig. Und aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es geht ja eigentlich auch nicht immer darum, irgendwo immer super recht zu haben, sondern eigentlich eher halt dann halt auch Dinge zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn die Entscheidung dann bedeutend, okay, dann halt erstmal halt irgendwo die Reißleine zu ziehen, zu wissen, wo, dann halt auch die Struktur zu erkennen, was ist passiert. Also wie gesagt, ein Fehler war ganz sicher, den ich hier gemacht habe. Auch wenn wir jetzt hier reagieren, ist jetzt wirklich total egal, was der jetzt hier macht. Da muss ich mich jetzt erstmal gedanklich von verabschieden. Aber ein Fehler war ganz sicher, hier diesen Rücklauf dort nicht nochmal einen Teil rauszugeben und dann halt all das, was ich hier rausgebe, unten nochmal reinzusetzen. Das war echt ein Fehler, den ich mir jetzt hier gerade auch irgendwo ankreiden muss. Den Rest fand ich legitim, wenn auch jetzt hier das, wenn auch obgleich der Ansatz hier mit dem Gap Close und dann hoch, obwohl ich den eigentlich weiß, trotzdem bestand hier die Chance, dass wir da halt noch nach oben auflösen, aber nach Brechen der Struktur, und das, wie gesagt, das war jetzt halt echt ein Fehler, nach Brechen der Struktur gucke ich nicht mehr nach Long. Ne? Also, beziehungsweise da muss ich erstmal gucken, wie weit läuft das Ding zurück und dann halt raus. Ich hätte ja halt eben, habe ich ja gesagt, die 11.105 hätte ich gerne nochmal gehabt. Aber die kamen halt nicht. Aber da habe ich geschlafen. Bei der 11.080, da habe ich definitiv gepennt. Und das muss ich mir hier schon angreifen. Das ist nicht gut gewesen von mir. Aber okay, so ist es halt. Und glaube, es ist ja auch wichtig, mit sich selber irgendwie ins Gericht zu gehen und was ist hier der Knopf? Und dann halt irgendwo halt sich selber halt auch irgendwie in Frage zu stellen bei dem, was man tut. Und
und eben was draus zu lernen. Ne? So, aber das hier war halt dann jetzt mal ein Live-Lernbeispiel. So, wie gehe ich dann halt eben auch damit um? Und da ist jetzt natürlich, was jetzt hier echt gefragt ist, zum Beispiel dann jetzt halt auch Geduld. Ne? So, das ist jetzt erstmal halt hier ein Minus. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel sehe, ne? Ich meine, wer den Chart noch auf hat, das Ding reagiert. Ne? Man hat ja dann irgendwie so nach dem Motto, ah, die kaufen jetzt doch, das hält ja. Der Dip unter der blauen Linie hat ja vorhin hier gerade jemand gesagt, warum kaufst du nicht den Dip unter der blauen Linie? Der hätte jetzt funktioniert für 20 Punkte tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob er hält. Ne? Und was mir halt daran echt auch nicht gefällt, ist halt eben hier die Nähe zu der 11.000. Wer sagt mir denn, dass das Ding jetzt nicht trotzdem nochmal 100 Punkte runterschiebt? Ne? Und wie gesagt, die Gefahr besteht natürlich bei sowas, wenn man dann sieht, da wird jetzt, das geht jetzt doch hoch und dann nochmal reinzuspringen, dann fährt man sich selber gegen die Wand. Und deswegen ist lieber hier mal eine Stunde warten, gucken, welche Punkte da halt noch abgearbeitet werden und dann halt irgendwie einen vernünftigen Rücklauf, zum Beispiel für Short, 11.105 Short, wäre ich immer noch, da wäre ich jetzt ein Freund davon, nicht mehr long bis dahin, aber Short ab dort, wäre zum Beispiel halt so ein Punkt. Oder halt eben dann eine Etage tiefer. Ich weiß für mich, wenn ich das halt vernünftig mache und hier mit Disziplin rangehe, dass ich das gedreht kriege. Das weiß ich für mich. Also heute auch noch, ne? Nicht erst morgen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, das heute ist ein schlechter Tag. Ich darf heute nicht mehr handeln. Nee, das stimmt nicht. Wichtig finde ich halt immer, dass man erkennt, was der Markt macht. Das ist eigentlich alles. Und ich habe es erkannt. Und ich habe nur vorhin hier gepennt an der einen Stelle. Aber es ist ja nicht so, dass ich es nicht erkenne. Und das finde ich halt immer entscheidend. Es gibt aber auch Tage, wo ich mich so frage, was will denn der Markt? So, das ist so, da kann ich auch handeln, was ich will. Egal ob long oder short. Kaum bin ich drin, ist das Ding fort. Ist noch halt hier Reim im Monster. Ne? Ich gehe mal ganz kurz, ich zeige nochmal ganz schnell was. Also jetzt hier zum Beispiel. Ne, wenn man da jetzt halt irgendwie da dann halt irgendwie gedacht hat, gerade so, boah, da geht jetzt da oben durch, die kaufen ja doch nochmal. Was macht er als erstes? Drückt nochmal runter. So, und das ist halt die Gefahr, ne? Dass man dann an so einer Stelle dann halt irgendwie, dass man da halt zu schnell da halt irgendwo dann drauf reagiert und dann doch nochmal reinspringt. Ne, so, er drückt einfach weiter hier. Und kann genauso sein, dass wir jetzt einfach auch dann schön unter die 11.000 fallen. Alles möglich, ne? Und das ist halt die Gefahr. Dann lieber hier, wie gesagt, abwarten, was wirklich passiert und dann nicht direkt hinterher springen. Und wenn man sich jetzt vor allem das Ding hier mal anguckt, diese 15-Minuten-Kerze, das ist jetzt, glaube ich, die längste, die wir hier drin haben, ne? Ob die jetzt einfach so nach oben dreht, in der nächsten Minute, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Ne? Dann lieber hier irgendwie die Struktur angucken, wie die halt weiterläuft. Aber auch nicht irgendwie bedingungslos ewig short. Da halt gehen macht halt auch keinen Sinn. Und ich hier nochmal kurz drauf zurückgehe. Also ich befasse mich jetzt gerade so, merkt ihr ja auch, ne? Muss jetzt halt schon gucken, wo man da halt nochmal reinkommt. Und was man halt hier zum Beispiel sieht, dieser Punkt, ne, dieser Schlusskurs, das heißt die 11.950, also nochmal die Unterseite vom Gap, der oben war natürlich mies, ne, was ich am Anfang gezeigt, da fehlen jetzt halt irgendwie so ein paar Pünktchen. Aber hier nochmal das Gap von unten testen, warum nicht? Ne? Also das wäre halt so eine Geschichte, die kann funktionieren und dann kann die Tageskerze auch nach Long auflösen. Aber das sind jetzt irgendwie nur 70 Punkte bis hin, das wird jetzt nicht in den nächsten 5 Minuten passieren. Aber das halte ich für einen wesentlich besseren Ansatz, als jetzt hier irgendwie rumzustochern und dann halt lieber noch ein bisschen warten. Gut, so ist es. Also, ja, schön angefangen die Geschichte mit irgendwie 35 Punkten ganz sauber nach unten. Ein bisschen spät reagiert, aber okay, so ist es halt. Ich sage an der Stelle trotzdem Dankeschön, nicht an den Markt. Ja, obwohl der ist ja, eigentlich ist der ja sauber gelaufen, das muss man halt auch sagen. Nur nicht unbedingt dahin, wo ich es wollte. Also, ich freue mich trotzdem aufs nächste Mal. Wann ist das wieder, Nelson? Schau mal dann direkt ganz kurz.
Da hast du mich jetzt unvorbereitet erwischt. Was haben wir denn? Der zweite Eieiei, Nelson. Juni ist doch schon, habe ich das Juli richtig oder raus? Juni? Juni, Juni. Juni. Genau, 2. Juni. In 2 Wochen, ne? Genau. Und ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken für das Webinar, auch wenn das Ergebnis natürlich für dich nicht zufriedenstellend war. Hater Nö. habe ich im Chat nicht gefunden, im Gegenteil, sehr viele haben sich für das Webinar bedankt. Ich Ja, nicht denke im mal, Chat. dass. Also nicht hier, ne? Ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, du kannst ja, ich sehe das ja bei den YouTube-Videos, ne? Du machst irgendwie halt, erklärst alles und es geht alles auf, ja? Und dann gibt es dann trotzdem immer irgendwie 5 Leute, die müssen Daumen runter, wo ich mir frage, so, was wollen die halt, ne? Die hat man halt einfach. Das ist aber okay. Also die grüße ich auch an der Stelle ganz herzlich. So, ohne die geht es ja auch nicht. Auf jeden Fall hier sind alle, bedanken sich alle bei dir und die Teilnehmerzahl war ja auch ein Zuspruch, dass das Webinar super ankommt. Und ja, ich wünsche dir allen noch eine erfolgreiche Woche. Passen dir auf eure Position auf. Wie gesagt, in 2 Wochen geht es weiter hier mit Dirk und Live-Trading. Am Donnerstag geht es mit StereoTrader weiter, dann mit Thorsten Helbig. Würde mich freuen, wenn Sie da auch dann entsprechend teilnehmen. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank, Dirk, und bis zum nächsten Mal. Ja, danke von meiner Seite auch. Ciao.